Ja, Thomas Pledel, heute in der Startelf, sehr, sehr intensive Partie. Aus deiner Sicht hätte das Spiel ein bisschen anders laufen können? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hätten die 3 Punkte verdient gehabt. Kriegen 2 Tore nach Kontern, wo wir nicht so gut verteidigen. Und ja, ist natürlich äußerst unglücklich für uns. Aber ich denke, wir haben brutal viele Chancen gehabt. Erste Halbzeit 2 Entscheidungen, ja, die kein Abseits waren, die scheinbar gar, also ganz klar kein Abseits waren. Und ja, ich denke, wir haben zweite Halbzeit extrem viele Chancen gehabt und verpasst, dann die Tore zu machen und kriegen dann die Gegentore nach Kontaktion. Das ist natürlich sehr bitter für uns. Wenn wir die Partie jetzt heute vergleichen zum Regensburg-Spiel, dann habt ihr über die komplette zweite Halbzeit eigentlich nur in eine Richtung gespielt. Ist das dann doch ein Zeichen, dass die Mentalität ein bisschen zurück ist? Ja, ich denke auf jeden Fall, wir können aufbauen auf das Spiel, vor allem auf die zweiten 45 Minuten. Ich denke, Aue hat bis auf das Tor keine Chance mehr gehabt, waren nur noch am Verteidigen. Und wenn wir die Aktionen besser ausspielen und ein bisschen mehr Zielstrebigkeit haben, die Chancen nutzen, dann geht das Spiel auch anders aus und wir würden jetzt anders dastehen. Und deswegen müssen wir einfach drauf aufbauen und weiter den Weg weitergehen. Und dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Nächste Woche habt ihr gleich 3-mal die Gelegenheit dazu, beziehungsweise ab dem Wochenende. Freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Englische Wochen sind immer was Besonderes. 3-Tages-Rhythmus zu spielen, ja, ist ein bisschen Champions-League-Feeling, wenn man so sagen will. Und ja, wir wollen jetzt einfach die Arbeit die Woche weiterführen und ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg und werden dann hoffentlich die Maximalanzahl aus der englischen Woche mitnehmen. Ja, herzlich willkommen, Christian Tresch. Heute Heimspieldebüt für die Schanzer im Geburtsort. Leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Woran lag es heute? Ja, das stimmt allerdings. Nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Wir hatten uns natürlich erhofft, dass wir heute einen Dreier hier lassen. Die Möglichkeiten waren da. Ich glaube, wir hatten an die 30 Standards, 30 Torschüsse. Da hätte natürlich mehr Zählbares rauskommen müssen. Jetzt wusste man ja im Voraus, dass Aue vor allem bei den Kontern ziemlich gut ist und man kassiert direkt 2 Tore. Wie bitter ist das? Das ist natürlich sehr bitter, weil Aue, glaube ich, 3-mal aufs Tor schießt, kommen 2-mal gut vors Tor. Das ist natürlich eine brutale Effektivität, was sie da an den Tag legen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, waren wir die bessere Mannschaft. Aue hat sich, glaube ich, sehr gewundert, dass sie hier 3 Punkte mitnehmen. Das hat man zum Schluss auch gesehen, wie sehr sie sich gefreut haben. Aber ich glaube, auf der zweiten Halbzeit kann man gut aufbauen. Man hat gesehen, die Mannschaft will, die Mannschaft kämpft. Die Chancen waren da und wir müssen sie nur noch reinmachen. Ja, hallo Stefan Lex, in der 32. Minute regulärer Treffer von dir, leider nicht gegeben. Hast du in dem Moment gleich gewusst, dass es ein reguläres Tor war? Also im Spiel war ich mir relativ sicher, dass ich nicht im Abseits stand. Ich habe es ja zum Schiedsrichter gesagt, aber das ist leider so, dass sie es anders entschieden haben. Da hilft uns nichts. Schade halt, weil wir in der Szene die Chance genutzt hätten, nicht so wie es dann später in vielen Fällen der Fall war. Aber bitte, so verlierst du dann so ein Spiel, weil du die Chancen nicht machst zum richtigen Zeitpunkt, wenn es dann gezählt hätte. Jetzt ist mit Aue eine Mannschaft hierher gekommen, von der man im Voraus wusste, dass die relativ umschaltstark sind. Die 2 Tore fallen dann durch 2 Konter. Wie bitter war das? Ja, klar bitter, weil wir eigentlich wenig zugelassen haben, bis auf die 2 Szenen, denke ich, wirklich gut gestanden sind. Oft die Konter dann gar nicht zugelassen haben oder früh unterbunden. Dass man es nicht hundertprozentig immer unterbinden kann, wissen wir auch. Dass dann 2-mal gleich ein Tor ist, ist natürlich sehr bitter. Und ich glaube, die sind heute sehr, sehr glücklich, dass sie gewonnen haben, weil es, denke ich, ein glückliches Ergebnis ist für sie. Jetzt kommt die englische Woche, die liegt den Schanzern ja eigentlich. Sehen wir den FCI dann öfter so wie in der zweiten Halbzeit? Ja, ich hoffe es doch. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass die Dinger dann reingehen, weil vielleicht wäre es gescheiter, wenn wir nicht so viele Chancen uns rausspielen und die wenigeren dann nutzen. Aber ich glaube, von dem, wie wir es gespielt haben, war es über weite Strecken gut. Vorne Chancen gehabt, hinten wenig zugelassen. Jetzt müssen wir halt dann nur schauen, dass die Dinger vorne reingehen und nicht hinten. Und dann bin ich mir sicher, dass wir, wenn wir an die Leistung anknüpfen, dann auch die nächsten Spiele wieder erfolgreich gestalten.